Herzlich willkommen zu einer neuen Top 10 auf Ungeschnitten. Heute geht es um eine Frau, die nicht nur modeln und singen kann, sondern auch im Schauspiel ihre Berufung gefunden hat. Mit ihrem Mann Paul W.S. Anderson dreht sie derzeit Monster Hunter. Doch erstmal meine persönliche Top 10 der besten Filme mit Mila Jovovich. Damit knapp auf dem ersten Platz, Das fünfte Element. In diesem Sci-Fi-Streifen von Luc Besson aus dem Jahre 1997 spielt Jovovich an der Seite von Bruce Willis und überzeugt als schüchterne und ängstliche Lilou, die im Grunde nicht viel mehr sagt als Multipass. Lilou Dallas Multipass. Multipass. Die grandiose Darstellung eines Kindes im Körper einer Frau, eingewickelt in Klopapier, hat mich über alle Maßen überzeugt. Hinzu kommt, dass Jovovich hier schon ansatzweise zeigt, was uns später in den Resident Evil-Teilen erwarten sollte. Was für eine Powerfrau. Aber auch der Rest des Casts kann in der bis dato teuersten Produktion Europas überzeugen. Für mich persönlich immer noch großartig. Das fünfte Element. Digga, ich will jetzt nicht ans Bein pissen, ja? Aber das waren auf jeden Fall keine 10 Filme. Digga, dann gib mir einen guten Schauspieler und ich mach dir eine Liste mit 10 Filmen, aber das kann ja nun wirklich nicht dein Ernst sein. Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Ich hab mir das nicht ausgedacht. Das war natürlich die Community. Die wollte das haben. Digga, das ist eine Ausnahmeschauspielerin. Ausnahme? Ja, diese Ausnahme ist aus Scheiße, Alter. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Dann mach den Mist nächstes Mal alleine und lass mir einfach in Ruhe.